auf die neue Western City Saison. Am 10. April, ich habe es vorhin schon mal gesagt, geht's los, quasi pünktlich zum Start der Osterferien und quasi so als kleine bildliche Einstimmung auch, haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Und ich sage jetzt einfach schon mal dazu, ich stand vorhin mit diesem, es ist ein handelsüblicher DVD-Player, wir standen trotzdem so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt das kommt, was kommen soll. So, dann brauchen wir, nein, das war es eigentlich nicht. Ja? Ich hab's gewusst. So. Nee. Den hören wir nämlich gleich noch. So, eigentlich hätte ich gerne den Film direkt darüber. Ja, das ist er. Da brauchen wir jetzt mal. Also das einfach. Am besten auch in dieser Saison wieder ein Pferd im Saloon präsentieren. Es wird dazu auch in der kommenden Saison die im vergangenen Jahr neu eingeführte Spitzbubshow mit Fred Reis berühmtem Fernsehpferd hier im Saloon geben, der uns allen zeigt, was ein echtes Cowboy-Pferd alles können muss. Aber zusätzlich haben wir auch neu im Programm in dieser Saison Dr. Doolittle's Show. Dr. Doolittle, der Name sagt wahrscheinlich den meisten was, das ist dieser englische Tierarzt, der mit den Tieren sprechen kann. Und bei uns ist es jetzt so, das Pferd, das wir in dieser Show sehen werden, das heißt tatsächlich Dr. Doolittle. Also haben wir uns überlegt, bringen wir ihm einfach noch das Sprechen mit bei und dann passt das eigentlich ganz gut für eine neue Show. Also wir werden ein quasi sprechendes Pferd hier im Saloon sehen, der vor allen Dingen den Kindern erklären wird, wie Pferde ticken, was sie denken und wie so ein Herdenleben funktioniert. Das also in unserer neuen Doolittle-Show. Außerdem haben wir uns auch überlegt, in Zukunft, gerade an den Tagen außerhalb der Ferien, unter der Woche, wenn vielleicht jetzt nicht ganz so viel los ist, was ja in der Natur der Sache liegt, noch individueller auf die Besucher, auf unsere Gäste mit einzugehen. Wir werden in der neuen Saison eine, wir haben das mal Western City Guided Tour genannt, mit anbieten. Und diese Tour soll quasi den Besuchern die vielfach auch geheimen Orte, diese Lost Places der Western City ein bisschen näher bringen. Wir haben ja überall auf dem Gelände eine ganze Reihe von kleinen Museen, ob das jetzt unser Cavalry Museum oder das Trapper Museum ist. All das wollen wir den Gästen ein bisschen genauer zeigen in dieser Führung, wollen dabei auch einen kleinen Schlenker machen hinter die Kulissen unserer Karl-May-Festspiele. Zum Beispiel mal auf den begehbaren Felsen gemeinsam mit den Besuchern klettern oder in der Karl-May-Höhle auf Entdeckungstour gehen. Also auch durchaus mal die Plätze entdecken, die man sonst als normaler Besucher eben nicht entdecken kann. Das wird es neu in unserem Programm geben, unter anderem. Und natürlich auch die ein oder andere Veranstaltung und das gleich zu Beginn der Saison. 10. April, dieses Datum, da geht's los, das hatte ich schon erwähnt, aber am Samstag drauf, das ist dann der 15. April, gibt's dann unsere Party zum Saisonstart, quasi die Abendveranstaltung dazu. Und wir haben einen tollen Musiker diesmal mit an Bord, der ja schon in den USA unterwegs gewesen ist, in Amerika aufgetreten ist, gebürtig aus Österreich kommt, dort auch seine erste CD produziert hat und die hat es sogar in Österreich und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auch bei Radio Berlin Brandenburg in die Top 10 der dortigen Hitparaden geschafft und ich freue mich, dass er am 15. zu uns kommt. Er wäre gerne heute auch kurz vorbeigekommen, ist allerdings gerade irgendwo unterwegs, so Magdeburg, diese Ecke oder irgendwie sowas, egal, auf alle Fälle nicht hier. Aber er war so nett und hat uns eine kleine Videobotschaft geschickt. Und jetzt besteht die Herausforderung eigentlich nur noch darin, dass ich das hinkriege. Dann können wir uns die nämlich auch angucken. Schauen wir mal. Das ist die falsche, das ist keine. Wir öffnen wieder Ihre Pforten für euch und in diesem Fall auch für mich. Ich freue mich unglaublich, dabei sein zu dürfen als begeisterter Cowboy. Ich werde diesmal auch live mit dabei sein am Abend im Salon und freue mich auf euer zahlreiches Erscheinen und dass wir uns am 15. April in Dasing wiedersehen. Bis bald. Euer Lenny Lanner. Ciao. Lenny Lanner, genau, am 15. abends. Und das ist tatsächlich eine
ganz, ganz besondere Veranstaltung, eine Benefizveranstaltung zugunsten unseres zugunsten des Wiederaufbaus unseres Stalls. Und das Besondere an dieser Veranstaltung ist tatsächlich, dass wir hier alle eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. Wir haben das überhaupt nicht angeleiert, überhaupt nicht initiiert. Das war wirklich eines Nachmittags, nichts böse ahnend, klingelte das Telefon und dann heißt es da am anderen Ende der Leitung: Hallo, hier ist die Marianne Sägebrecht. Also tatsächlich Marianne Sägebrecht, der international bekannt gewordene Filmstar, die mir erzählte, sie hätte in der Zeitung gelesen von dem Brand und was passiert sei und sie würde einfach gern helfen, ob man nicht irgendwas gemeinsam machen könne. Und ich fand natürlich, dass es einfach eine Spitzenidee ist und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was wäre ein möglicher Termin. Sie hat erzählt, dass sie gerade mit ihrem Buch Auf dem Weg nach Suriname, heißt das, viele Lesungen macht, dass sie allerdings bei uns in der Gegend eigentlich noch gar keinen Termin hat und von daher würde das ja eigentlich sehr gut passen. Sie ruft ihren Musiker an, dass der das Ganze ein bisschen musikalisch begleiten kann. Es wird auch ein bisschen kulinarisch werden. Es sollen ein paar Rezepte aus diesem Buch mit ausprobiert werden an dem Abend. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt und ja, eigentlich immer noch total baff, wie sowas einfach passieren kann, weil wir eben wirklich, es klingt so doof und so unglaubwürdig. Aber wir haben eigentlich dafür, dass diese Veranstaltung zustande kommt, dafür haben wir nichts damit zu tun. Und das finde ich so unglaublich bemerkenswert dran. Und, das muss man natürlich auch sagen, ich habe auch ein bisschen Angst vor dieser Veranstaltung, ganz ehrlich, weil es halt, wenn wir uns das überlegen, mal gerne Sägebrecht, musikalische Lesung und so, ist halt jetzt nicht wirklich das, was wir sonst in Western City machen. Ist jetzt eben kein Country-Abend, kein Western-Abend, also spricht wahrscheinlich auch ein ganz anderes Publikum an. Also von daher wäre das vielleicht auch nochmal eine ganz große Bitte, dass Sie auch auf diese Veranstaltung nochmal besonders hinweisen. Es ist echt mal was ganz anderes und bestimmt auch was Besonderes. Was da genau geplant ist, das erklärt Ihnen jetzt am besten, Sie haben sie vorhin ja schon mal gesehen, Marianne Sägebrecht selbst. Sie hat nämlich auch freundlicherweise uns ein kleines Video zur Verfügung gestellt.